Herr Geißler, hier haben ein paar Sitzblockierer die Straße unpassierbar gemacht. Mittlerweile ist die Blockade aufgehoben. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, aus einer angemeldeten Demonstration heraus sind Versammlungsteilnehmer auf der Brücke stehen und sitzen geblieben. Das ist aus mehreren Gründen, Gefahrenabwehr und Verkehrsfluss, nicht möglich gewesen. Und deswegen hat die Versammlungsbehörde diese ungenehmigte, unangemeldete Demonstration dann aufgelöst. Und letztlich sind die Demonstranten jetzt alle von der Brücke gegangen. Man musste zum Glück nahezu keinen Zwang anwenden, um die Personen von der Brücke zu bringen. Nahezu heißt, ein bisschen getragen werden musste schon. Ja, der eine oder andere wollte sich tragen lassen, der wurde dann von der Brücke getragen. Jetzt hat es in Bad Wimpfen ja auch eine Abseilaktion gegeben. Ich glaube, mittlerweile ist sie beendet. Hier in Heilbronn, Konzbrücke, gibt es da irgendwelche besonderen Vorbereitungen? Es gibt die gleichen Vorbereitungen wie an jeder Brücke. Je näher der Transport kommt, desto höher ist die Gefahrensituation, auch für Personen, die sich abseilen. Und deswegen werden da die Sicherheitsvorkehrungen natürlich erhöht. Und je weiter die Brücke entfernt ist vom Transport, desto weniger Polizeikräfte sind im Moment dort. Aber die Brücken sind alle gesichert. Und im Zweifelsfall wird eben so agiert wie in Bad Wimpfen. Dann werden eben sich abseilende Personen wieder geborgen und die Brücke wieder freigegeben. Und so ganz verhindern kann man das offensichtlich nicht, dass Leute es dann doch schaffen, von der Brücke zu klettern? Auf so einer langen Strecke bestehen immer Möglichkeiten, dass man sich dem Wasser oder einer Brücke nähert und dort irgendeine Aktion macht. Das wird sich nie ganz komplett verhindern lassen. Ja, Herr Wirth, jetzt stehen wir hier auf der Otto-Konz-Brücke in Heilbronn. Sind Sie denn mit dem bisherigen Verlauf zufrieden? Ja, da sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja heute für Heilbronn vorgehabt die Mahnwache, die jetzt auch noch hier läuft. Und dann eben auch die Demonstration. Die Demonstrationen waren auch für unsere Verhältnisse unter der Woche, sagen wir mal, normal bis gut besucht. Und auch mit dem Ablauf der Demonstration sind wir auch zufrieden. Es gab jetzt hier dann eben auch Menschen, die aus politischen Gründen gesagt haben, ich möchte auf der Brücke bleiben. Und das war dann eben auch ein individueller Ausdruck des Protests gegen diesen Kastortransport. Ähnlich wie die Männer in Bad Wimpfen, die sich da von der Brücke abgeseilt haben, oder? Ja gut, das ist nochmal was anderes. Also wir machen hier, sage ich mal, im Vorab überlegte Sachen vom Bündnis Neckar-Castor-Frei aus. Und es gibt dann immer bei uns oder bundesweit Gruppen, die sagen, ich bin dann politisch unterwegs und mache dann auch eine richtige Störaktion oder eine Aktion, wo man dann auch den Castor blockiert und auch für einige Zeit aufhält, um auf die ganze Dimension eben des ungelösten Atommüllthemas hinzuweisen. Und was ist jetzt geplant, wenn das Schiff dann tatsächlich Heilbronn erreicht? Dann ist unser Plan, dass wir dann genau hier auf die Brücke gehen, so weit wie möglich. Die Polizei wird uns bestimmte Maßregeln dann auflegen. Aber wir haben heute Morgen auch schon mit der Polizei ein Gespräch gehabt. Also auch wir als Atomkraftgegner möchten nicht direkt über das Schiff stehen, wenn es hier durchfährt. Und das raten wir der Polizei auch nicht. Entweder sind genügend Menschen auf der Brücke, um zu verhindern, dass das Schiff durchfährt. Das ist heute sicher nicht der Fall. Und dann hält man auch einen Sicherheitsstrahlenabstand. Also ein strahlender Castor ist ein nicht ganz ungefährliches Ereignis, wenn man nicht genügend Abstand hält.